Heute kümmern wir uns um super coole Voice Channel, die neue temporäre Channel erstellen. Viel Spaß! Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video! So, wir sind jetzt wieder hier in unserem Projekt und wir wollen jetzt einen Voice Channel erstellen, bei dem ein neuer temporärer Channel erstellt wird, wenn ihr reinjoint. Wie es zum Beispiel der Beast, Party Beast Bot macht. Bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das der war. Ja, als erstes gehen wir dafür jetzt in Discord rein, auf unseren Server. Denn wir müssen ein bisschen was mit unserem Server machen. Damit das Ganze funktioniert, brauchen wir nämlich einen Hub-Channel, sage ich mal. Und dafür werden wir erstmal dieses ganze Ding hier los. Ist ja ekelhaft. Ja, das brauchen wir auch nicht mehr. Tschüss. Wir machen jetzt erstmal eine neue Kategorie. Völlig egal, nennen wir sie Hub. Und in dieser Kategorie machen wir einen neuen Voice-Channel, den wir jetzt hier join here oder so. Ja, doch, lassen wir join here. Also wo man auf jeden Fall da rein joinen soll. Den können wir jetzt noch ein bisschen arbeiten, zum Beispiel sagen, die Channel, die dann erstellt werden, werden 5 Benutzer drin haben können oder 6 oder wie auch immer. Das könnt ihr dann hier einstellen, wie ihr haben wollt. Genau, jetzt sehen wir hier, haben einen Channel. Wenn man reinjoint, passiert noch gar nichts. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen, wenn man reinjoint, dass ein neuer temporärer Channel mit dieser Anzahl an Spielern erstellt wird. Also in dem Fall 5. Jetzt switchen wir wieder rüber zu Eclipse. Und ich würde sagen, dafür machen wir eine neue Listener-Klasse. Also klicken wir auf Rechtsklick auf Listener, auf unser Package, machen New Class. Und die nennen wir jetzt Voice Listener oder so. Da müssen wir natürlich wieder den Implements Listener Adapter in der Adapter. Hab ich das falsch geschrieben? Doof. Natürlich müssen wir es extenden. Ja. Da habe ich mal wieder komplett den Faden verloren. Standard bei mir halt, wenn man mal wieder ein bisschen länger was nicht gemacht hat. So. Als allererstes gehen wir fangen von komplett oben an. Wir brauchen eine Liste, in der wir alle unsere temporären Channel später reinspeichern können, damit wir sie auch wieder löschen können, wenn keiner mehr drin ist. Dafür machen wir public list von Java Util und da einfach long. Dadurch, dass alle Channels, wenn wir hier gucken, Rechtsklick drauf und ID kopieren, so eine riesenlange Zahl haben, das nennt man dann long. Genau, müssen wir das als long speichern. Long schon. Dann machen wir, nennen wir es temp Channels. Das Ganze müssen wir natürlich initialisieren, während wir die Klasse initialisieren am besten. Also machen wir public voice listener, schönen Konstruktor. Wir machen hier this.tempchannels ist new ArrayList. Fertig. Jetzt brauchen wir zwei Listener. Einen, wo jemand den Channel joint und einen, wo jemand den Channel leaved. Machen wir erst add override. Da wir jetzt wieder eine Methode überschreiben aus dem Listener-Adapter und machen hier die public void. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir es richtig schreiben. On guild voice join. Das Ganze ist ein guild voice join Event. Ich sagte importieren. Ach, hat er oben schon. Genau, und das machen wir für den Event. So. Und wir machen einfach das zweite auch gleich. Da kopieren wir uns das einfach. Und machen hier einfach ein on guild voice leave. Und das ist dann ein guild voice leave event. Event. Nein, nur ein Event natürlich. So. Jetzt haben wir die beiden. Jetzt fangen wir erstmal an beim Joinen, weil was brauchen wir denn leave, wenn wir noch nicht mal das Join haben? An sich ist es gar nicht so viel.
Wir speichern uns jetzt erstmal den Voice-Channel raus, in den der User hier gejoint ist. Dann nennen wir joined. Ich kann nicht mehr schreiben. Dann machen wir eine zuweisende if-Abfrage. Also if, doppelte runde Klammer auf, joined ist gleich event.getChannelJoined. Einmal nach rechts, damit wir aus der ersten, aus der Zuweisung wieder rauskommen. Und hier jetzt hinten dran Punkt getIDLong, weil wir die Long-ID vergleichen müssen. Und jetzt brauchen wir diese ID von dem Join hier. Normalerweise Rechtsklick-ID kopieren. Es kann aber sein, dass ihr noch gar nicht den Developer-Modus anhabt. Dafür geht ihr unten in Benutzereinstellungen. Jetzt muss ich selber gucken, wo das ist. Ich würde sagen, irgendwo bei irgendwelchen coolen Einstellungen. Ich bin wieder super vorbereitet, deswegen weiß ich natürlich hundertprozentig, wo das ist. Bei Erscheinungsbild und dann hier Entwicklermodus. Den müsst ihr aktivieren, damit ihr hier mit Rechtsklick die ID kopieren könnt. Denke ich. Vielleicht war es auch nur bei den Nachrichten und ich laber gerade wieder nur Müll. Auf jeden Fall macht das einfach mal. Das ist eh besser, wenn ihr programmiert. Das Ganze müssen wir jetzt hier reinkopieren. Und jetzt wird uns erstmal sagen, Fehler, falsch, geht nicht. Weil er denkt, das ist eine Zahl, also ein Integer. Und das ist zu groß für einen Integer. Müsst ihr uns hier auch sagen, genau, ist out of range für einen Integer. Ganz einfache Lösung, wir hängen ein L dran, ein kleines. Fertig, er kennt es als long. Genau, machen wir einfach auf. Da können wir zumachen. Und jetzt haben wir erstmal geprüft, okay, der User ist gerade in unseren Join Now Channel gejoint. Oder Join Here. Jetzt wollen wir einen temporären Channel erstellen. Dafür brauchen wir die Überkategorie Hub. Beziehungsweise, wenn es gar keine gibt, dann gar keine. Aber ich glaube, da wirft er einen Fehler. Deswegen erstellt lieber mal eine Oberkategorie. Die wollen wir aber nicht festgelegt haben. Das soll beliebig sein. Ich hoffe, das geht. Ich habe es bis jetzt nur festgelegt probiert. Aber müsste genauso funktionieren. Wir machen eine Category Cat. Und das ist gleich joined.getParent. Ich meine, es gibt diese Methode. Also warum soll es nicht funktionieren? Jetzt brauchen wir noch den Member. Also der Typi da, der gerade reingejoint ist. Habe ich das zu kurz da gelassen. Das ist hier von NetDuration.jda.api.entities. Ich muss ja jetzt versuchen, hier auch allen gerecht zu werden und das immer ein bisschen zu zeigen, damit die Leute wissen, was sie importieren müssen. Nicht, dass wir das falsch importieren und nur Fehler kommen. Und das ist event.get. Entity, Member, ich habe absolut keine Ahnung. Wir benutzen Entity, weil das habe ich auch in meiner Vorlage benutzt und es hat super geklappt. Also benutzen wir für Entity. Gibt, glaube ich, beides einen Member zurück, oder? Ja, gibt auch einen Member zurück. Damit ist es uns jetzt egal. Kann sein, dass auch mit der anderen Methode klappt. Dürft ihr gerne selber ausprobieren. Jetzt speichern wir uns einen neuen Voice-Channel raus. Nehmen wir einfach mal VC. Und das ist jetzt die Kategorie, also cat, Punkt, create, voice channel. Und jetzt machen wir was ganz Cooles. Jetzt habe ich schon wieder das Zeichen verlernt, versucht, nein. Ich gehe hier auf eine lustige Website, wo ihr mehr Emojis herbekommt, weil das cool aussieht, so eine coole Sanduhr zu haben. Und dann mache ich einfach eine Sanduhr dahin, so zeitgemäß, temporär. Und hier, also natürlich, ihr könnt euren Channel nennen, wie ihr wollt. Aber ich benenne ihn jetzt einfach nach dem User. Und ich habe natürlich wieder alles verkackt. Hier machen wir jetzt getEffective nehmen. Also was wir hier jetzt gerade machen, ist, wir nehmen die Kategorie. Dann wollen wir einen Voice-Channel erstellen. Und den benenne ich eben mit dieser Emoji-Dingsbums und dann dem Namen des Nutzers. Und jetzt sagt uns noch, ja, da fehlt was. Wir wollen es zurückgeben, also haben wir hier wieder kein Q, sondern ein Complete. Weil damit tut er ihn direkt erstellen und zurückgeben. Und das brauchen wir, um gleich den User da rein verschieben zu können. Beziehungsweise erstmal die Einstellung zu bearbeiten. Wir wollen jetzt nämlich das User-Limit übernehmen. Also machen wir vc.setUserLimit. Nein, erstmal den GetManager. Wir brauchen den Channel-Manager davon. Jetzt set User Limit und hier machen wir jetzt einfach joined.getUserLimit. Ganz einfach, ganz simpel.
wir haben das User-Limit einfach übernommen. Jetzt wird es etwas komplizierter, muss ich ehrlich zugeben. Da habe ich bestimmt eine Stunde lang gesucht, bis ich das endlich mal gefunden habe, wie das funktioniert. Wir brauchen nämlich einen Guild-Controller, da oben von den Manager, um den User verschieben zu können. Und natürlich muss der Bot dann im Endeffekt auch die Berechtigungen dazu haben, um den User zu verschieben, sonst klappt es natürlich nicht. Und hier machen wir jetzt vc.getGuild, dass wir den Discord-Server haben. Und dann getController, haben wir schon. Und mit diesem Controller machen wir jetzt moveVoiceMember. Das oberste. So könnten wir auch an Channel verschieben oder so, umbenennen und andere Kacke machen mit unseren Channeln. Beziehungsweise, weiß gar nicht, was man alles machen kann. Egal, darum geht es heute nicht. Wir wollen heute nur den User verschieben. Dafür machen wir moveVoiceMember, mem und vc. Und das Ganze müssen wir wieder queuen. So. Und jetzt wollen wir das Ganze noch reinspeichern. Das heißt, wir machen this.tempchannels.add vc.getIDLong. So, und jetzt haben wir das Ganze schon erstellt. Das sollte alles wunderbar klappen, sobald wir das dann gleich registriert haben. Das darf man natürlich nicht vergessen. Sonst wird, ja, ich hätte es jetzt schon fast wieder gesehen. Das werde ich jetzt gleich ausprobieren. Das klappt nicht, weil ich das vergessen habe zu registrieren. Egal, wir machen erstmal, dass es auch direkt wieder gelöscht wird. Dass wir es nicht händisch löschen müssen. Und dazu machen wir einfach Voice Channel Channel ist gleich event.get Channel left diesmal. If channel.get members .size kleiner gleich 0. Gut, kleiner kann nicht sein, aber ich schreibe das immer gerne kleiner gleich, falls ja, er mal wieder Lust hat und minus 1 hin macht. Oder was auch immer. Auf jeden Fall, sobald keiner mehr in diesem Channel drin ist, wollen wir gucken, ob es ein Temp-Channel ist und wenn ja, dann löschen. Immer if this.tempchannels.contains channel.getIDLong. Nein, 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 getIDLong. So. Und wenn das der Fall ist, dann tun wir einfach channel.delete.queue und weg ist der Channel. So, und das war's auch. Jetzt müssen wir es noch registrieren, damit wir das nicht vergessen. Dazu machen wir einfach genauso wie hier beim Command Listener schon direkt in unseren Builder rein noch. Kopieren wir das einmal. Machen New Voice Listener. Ich kann wieder nicht schreiben. Voice Listener. Das war schon wieder der falsche. So. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte das funktionieren. Und oder uns ganz viele Fehler geben. Das ist natürlich auch immer super. Also, wir fangen an. Trommelwirbel bitte. Join hier rein. Bam. Und wir wurden verschoben. Er hat kein User Limit. Wir haben verkackt mit dem User Limit. Ja, bin halt wieder inkompetent, wissen wir ja. Aber zumindest hat er einen erstellt. Wenn wir jetzt leften, bam, wurde er auch wieder verlassen, geliefert, keine Ahnung, gelöscht. Jetzt gucken wir noch, warum er hier dieses User Limit nicht setzt. Was gibt er uns denn hier zurück? Wir probieren einfach mal aus, was er uns hier denn eigentlich zurückgibt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er das User-Limit erst... Naja, das macht eigentlich keinen Sinn. Aber es könnte eben sein, dass er das erst abfragt und dann setzt, wenn er uns hier schon verschoben hat. Weshalb... Aber das macht auch keinen Sinn, weil das ist ja das User-Limit und nicht, wie viele User gerade drin sind. Ich bin überfordert. Wir testen. System.out.println User Limit Hilfe Doppelpunkt plus User Limit. Also wenn ihr auch irgendwann mal so Fehler habt oder irgendwas nicht wisst, wo der Fehler liegt, einfach ein System Outprint rein und ihr findet schnell raus, wo der Fehler liegt. Und wir haben User Limit 5. Wieso hat er es uns nicht übernommen?
muss man hier ein Punkt Q machen, was wir wieder mal vergessen haben. Es war so klar, es war so klar, es war so klar. Und wir haben 5. Es geht meistens so einfach, die Fehler sind so klein und auch Leute, die Ahnung davon haben, machen Fehler. Überhaupt kein Grund zur Panik. Ihr könnt mich immer fragen, wir finden eine Lösung, wie wir hier jetzt sehen. Es gibt meistens eine Lösung, eigentlich immer. So, dann noch einen kleinen Nachtrag zu dem Video jetzt hier. Wir haben nämlich ein, zwei Sachen vergessen. Und unter anderem wurde mir von ForexCraft ein bisschen hier mal durchgetestet, auf Fehler geprüft. Und da haben wir einen lustigen kleinen Fehler gefunden. Aber jetzt erstmal hier, was wir einfach nur vergessen haben. Wenn der Temp-Channel da contained wird, hier oben tun wir ein Adden zu der Liste. Wir tun ihn aber nie entfernen. Wäre natürlich schlau, genau das davor am besten, dass wir den auch aus der Liste entfernen. Das heißt, wir machen hier dis.tempchannels. .remove channel.getIDLong, damit es einfach nicht mehr in der Raylist ist und die nicht unnötig vollläuft. So, und jetzt zeige ich einfach mal diesen lustigen kleinen Fehler. Dafür starten wir einfach mal den Bot. Gehen in Join hier. Jetzt sind wir okay. Haben ein Ding. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann bin ich in Join hier. Und er löscht sich nicht. Und zudem, wenn ich jetzt komplett leave und nochmal neu hier reingehe, erstellt sich ein zweiter. Genau. Und das wollen wir natürlich beheben. Den muss ich jetzt manuell löschen. Und dafür benutzen wir das Move-Event. Das heißt, wir machen hier ein Add Override Public Void on Guild Voice Move. Und das ist dann ein Guild Voice Move Event. Ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben. Das ist jetzt gerade komplett aus dem Kopf. Ich habe mir nichts aufgeschrieben vorher. Ja, den müssen wir dann gleich restarten. Aber davor, da wir eigentlich einfach nur beide Methoden nochmal aufrufen müssen, tun wir beides in eine Methode jeweils schreiben. Oder tun wir das nicht? Eigentlich, was müssen wir denn übergeben? Wir nehmen uns hier den Channel Joint und den Member. Und das war's schon. Okay, dann machen wir hier eine Methode public void on join, die dann einen voice, ne, den Joint, den erstellen wir. Wie hieß denn der jetzt? Doch, Joint war das. Glaube ich nicht. Event.getChannelJoint. Ja, doch, das ist Joint. Machen wir einen VoiceChannelJoint und dann ein Member. Da drin tun wir das rein und das brauchen wir jetzt nicht mehr. Beziehungsweise, ja, das ist alles doof. Da brauchen wir dann einfach nur joint.getIDLong. Memp ist Memp. So, doch, geht. Und jetzt machen wir hier on join event. Get Channel Joint und Event.getEntity. Und jetzt tun wir die ganze Leave-Methode. Was brauchen wir da alles? Brauchen wir eigentlich nur den Channel. Public Void on Leave. Haben wir schon wieder so weit unten. Ja. Voice Channel Leave Left, keine Ahnung. Wie habe ich den gerade genannt gehabt? Einfach nur Channel. So. Und dann kommt hier einfach nur on
leave event get channel left. So, und wer hat das gedacht? Jetzt machen wir hier einfach ein on left und dann ein on join. Weil das beides in dem auch mit drin ist, können wir das auch mal testen. Port online, join hier, bam, join hier. Und wir sehen, er tut den alten löschen, den neuen erstellen. Also wenn jetzt in dem hier noch einer drin wäre, dann wird er von zweit erstellt werden, wo wir dann drin sind. Die heißen dann zwar gleich, aber das könnten wir dann später auch noch, wenn ihr wollt, überprüfen und gucken, dass sie eben nicht gleich heißen können. Genau, aber ansonsten war es das. So, dann machen wir als klitzekleinen Nachtrag noch schnell was. Zwei kleine Sachen. Zum einen haben mich viele gefragt, wie wir hier unten diese Nachricht wegbekommen. Da habt ihr es. Einfach den Stack Trace rausmachen. Das ist nämlich absolut nicht schlimm. Es wird extra schon hier gecatcht, diese Exception. Das liegt daran, dass wir hier eine While-Schleife haben und versuchen immer die nächste Zeile zu lesen. Und wenn wir hier den Reader jetzt schließen, dann geht er aber noch, will er noch einmal durchgehen. Also er weiß hier nicht, dass er abbrechen muss. Wir könnten dann auch einfach hier einen Break machen. Da müsste das genauso dann behoben sein. Genau, und ansonsten würde er halt sonst versuchen, sie zu lesen, sieht, okay, geht gar nicht mehr. Und dann geht er hier eben in die Catch und gibt euch den Fehler aus, aber es ist kein direkter Fehler, es ist eher eine Warning. So, und dann wollt ihr noch wissen, wie man das denn auf dem Server macht. Das heißt, wir tun den Bot einfach nochmal ganz normal exportieren als JAR-File. Das hatten wir alles schon. Tutorial-Bot, oh Gott, ich habe viel zu viele. Übrigens, danke für diese ultra vielen Vorschläge hier. Das sind mega viele und ich versuche sie alle durchzunehmen. Genau, ihr braucht ein FTP oder SFTP-Programm, wie zum Beispiel hier jetzt WinSCP. Ihr könnt aber auch ganz normal FileZilla benutzen. Und da geht ihr jetzt einfach auf euer Verzeichnis, wo ihr ihn halt haben wollt. Ich habe zum Beispiel, muss ich selber suchen, wo ich die Bots habe. Ich habe da meinen Butler James Bot drin, genau. Also ich gehe zum Beispiel einfach in mein Home-Verzeichnis, mache da einen neuen Ordner. Zum Beispiel Tutorial Bot. Und dann ziehe ich da einfach die Jar rein. Mache eine neue Datei. Start.sh, wie wir es ja schon hatten. Nein, wir wollen kein Update machen. Hier machen wir Java minus jar tutorial bot.jar. Jetzt braucht ihr Putty. Könnt ihr, glaube ich, auch direkt aus WinSCP starten, weil FileZilla geht das, glaube ich, nicht so einfach. Da gehen wir einfach rein. Ja, ich weiß, ich bin böse. Ich gehe ins Root rein. Den werde ich natürlich auch gleich wieder stoppen. Deswegen ist es jetzt kein Problem. Jetzt gehen wir hier in das Verzeichnis TutorialBot. Also das macht ihr eben mit CD und dann euren Pfad. Also slash home slash TutorialBot zum Beispiel. Mit LS könnt ihr sehen, was alles drin ist. Und jetzt müsst ihr einmal vorher die Berechtigung verteilen. Das müsst ihr nur vom allerersten Start machen. Das heißt, ihr macht chmod plus x und start.sh und dann macht ihr einfach Punkt slash start.sh und dann läuft euer Bot. Bot online, wir sehen, er ist online, er reagiert auch auf alles und genau hier können wir jetzt auch wieder Exit machen und wir sehen auch, es kam keine Fehlermeldung, also es hat super geklappt. Ja. Dann war das auch gleich der kleine Nachtrag dazu, wie ihr auf eurem V-Server den Bot laufen lasst. Auf dem Raspberry Pi müsste das genauso gehen. Leider habe ich keinen Raspberry Pi oder so, sodass ich das nicht euch zeigen kann. Aber ich denke, das mit Putty drauf verbinden müsste genauso funktionieren.
Wie ihr dann eure Dateien da drauf zieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das sollt ihr wissen. Und dann müsst ihr einfach nur Java installiert haben und dann geht das. Dann läuft das. Genau, und das war dann auch das Video für heute. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Viel Spaß beim Nachprogrammieren und bis zum nächsten Mal.